Ja, super natürlich, also dass wir so reinstarten. Wir haben gewusst, es wird natürlich nicht einfach. Haben, glaube ich, konzentriert gespielt, haben wenig zulassen. Haben dann Gott sei Dank das Tor gemacht, was ein bisschen die Sicherheit gebracht hat. Dann haben wir aber Gott sei Dank haben uns nicht zurückfallen lassen, sondern haben weiter das Spiel kontrolliert und den Deckel drauf gemacht. Und ja, so war ein guter Start. Ja, ich glaube, dass wir sehr gut ins Spiel reingekommen sind. Wir haben von Anfang an eigentlich Gas gegeben, waren die dominante Mannschaft. Sind eigentlich in Führung gegangen, aber hat das Schiedsrichter nicht zählt. Hat uns aber auch nicht aus der Bahn irgendwie geworfen. Die Altacher sind trotzdem natürlich defensiv gut gestanden mit ihrer Fünferkette. Sehr tief und sehr stabil und haben versucht, mit hohen Bällen irgendwie nach vorne irgendwie für Gefahr zu sorgen. Da waren wir aber hellwach und dann gegen Ende des Spiels haben wir dann die zwei Tore gemacht. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Ja, ich denke, wir sind alle natürlich glücklich und zufrieden, dass das jetzt gelungen ist, die drei Punkte gleich am Anfang. Obwohl das Spiel natürlich war sehr schwer ausgeglichen. Altach ist hinten gut gestanden und ich denke, das 1-0 war ganz wichtig, dass wir das gemacht haben. Weil das war der Dosenöffner, dann hat Altach mehr aufgemacht und dann haben wir noch ein paar mehr Chancen gehabt und das zweite noch gemacht. Na gut, das war natürlich top. Ich freue mich, ich habe es Mirko vom Spiel sogar gesagt, war lustigerweise, dann habe ich es wirklich gemacht. Na, hat mich gefreut, dass das der Dosenöffner war und wir ja 2-0 gewonnen haben. Das war das 1-0, das war super und ja, mit einem Sieg reinstarten ist immer gut. Also ich habe mich gut gefühlt, also habe die ganze Trainingswochen mitgemacht, war ohne Schmerzen Gott sei Dank und dann haben wir entschieden, dass ich dabei bin. Und ja, dass ich dann heute gleich mal Comeback feiern kann, war natürlich sehr schön. Hat sehr gut angefühlt, wieder am Platz zu sein. Und ja, Gott sei Dank haben wir die Partie mit 3 Punkten beendet. Unser Ziel ist, dass wir in der Quali-Gruppe so viele Punkte wie möglich machen und natürlich die Quali-Gruppe gewinnen. Dass wir dann noch 3 Endspiele haben, um die Europa-League-Qualifikation. Und ja, von dem her ist er nächste Woche gegen Hartberg genau so ein Spiel, was wir gewinnen wollen. Das war spontan. Der Manni wollte ihn auch unbedingt schießen, wenn Scherstein bei 4 gespielt, wenn er schießen darf. Aber dann wird er den nächsten schießen, denke ich einmal. Und ja, der Marco wollte ihn auch schießen, glaube ich, aber der hat ja schon das Tor gehabt, deswegen habe ich ihm gesagt, er kann auf die Seite gehen. Bis jetzt bei den anderen Vereinen habe ich geschossen, aber der Fizi hat gesagt, er fühlt sich gut. Und ich habe gesagt, Fizi, wenn du dich gut fühlst, mit deiner Schusstechnik haust du ihn rein. Das sind noch genug Spiele, also von daher ist es ein Spiel wie jetzt andere. Wir wollen natürlich da hinfahren, konzentriert unsere Leistung bringen und den Matchball umsetzen, so wie heute, und dann wird da tut was möglich sein für uns. Na gut, das war jetzt einmal ein Sieg, aber wir haben jetzt 9 weitere wichtige Spiele und ja, nächste Woche hoffentlich können wir gleich noch einen draufsetzen und die nächsten 3 erholen.